So, damit willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Wir sind hier zusammen mit dem Edward unterwegs auf Kalador und sind das letzte Mal hier diesen Fluss hinaufgestiegen und sind hier vor der nächsten Herausforderung. Das ist hier ein Golem, den werden wir uns gleich mal schnappen. Hier, komm mal her. Wo ist Edward? Hängt er wieder fest? So. Okay, den haben wir. So ist denn jetzt der Edward wieder geblieben hier. Der stand doch da gerade noch rum. Immer noch eine Blutwurzel. Der ist vermutlich wieder dorthin zurück teleportiert, wo wir herkamen. Den müssen wir erstmal holen, ne? Das nützt ja nichts. Da müssen wir hier an den Termiten vorbei. So. Ganz schön heftig hier. So, der Edward. Ja gut, das nützt nichts. Den müssen wir jetzt erstmal irgendwie holen. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Ja, da kann man mal sehen, wie man sich daran gewöhnt, dass man immer jemand dabei hat, der mitkämpft. Ja, alleine, da sind wir doch ganz schön gefordert. Hier mit den Termiten, da konnten wir gerade so gegen an. Okay. So, dann bleiben wir mal auf dem alten Pfad, den wir uns hier vorgenommen haben. Richtung Turm. Genau, da ist er ja. Da sind noch Schatten, die nehmen wir uns mal auf dem Rückweg vor. Bleiben wir erstmal eben hier oben. So, da ist er jetzt auch, ne? Und den Golem, den haben wir ja platt gemacht. Dann schauen wir uns mal eben hier in aller Ruhe mal um. Ah ja, hier ist auch noch so ein... Das sind zwei Türme. Einmal der hier.
einmal Papageienflug, ein Schwertdown, ein Jadestein. Ach, das war's schon. Ach, hier liegt ja noch ein Schatz. Aber da sind wir doch noch nicht wirklich bei dem Turm angelangt, oder? Wie ist denn das jetzt hier? Ich guck mal auf der Karte. Na doch, das ist der Turm. Und wir sind hier an dieser Anhöhe. Ach, hier ist noch ein Weg. Hier geht noch eine Treppe nach unten. Da geht's zu dem Turm. Das sah doch gerade irgendwie ganz anders aus, oder? Mal gucken hier. Na doch, da ist doch da oben ist doch auch noch ein zweiter Turm. Ja, da kann man dann wahrscheinlich nicht mehr hin, ne? Ich guck nochmal eben hier von der Brücke aus. So, da ist doch eine Turmspitze. So. So, Edward, jetzt müssen wir mal eben einmal hier neu rüber. Na, also da ist einer. So. Und dann ist hier dieser zweite. Und das ist der, der eingezeichnet ist auf der Karte. Hier sieht man das auch nochmal. Na, die Frage ist doch, wie kommt man denn dorthin? Da ist auch noch was oben auf dem Turm auch noch drauf, ne? Hier ist eine Pflanze. Vielleicht sollte man da doch mal mit dem Papageienflug mal probieren. Oder vielleicht auch, wenn wir vielleicht da hinten sind, mal dort rüber zu fliegen zu dem. Gut, machen wir mal eben eins nach dem anderen. Kümmern wir uns erstmal eben hier um den Schatz. So, ein Kreuz auf einer Karte, das ist doch der Schatz von dem Edward, ne? So, 805 Gold und eine Besitzurkunde regelt die Besitzverhältnisse eines Gebietes auf Kalador. Questerfolg, die Grundbesitzurkunde. Das schauen wir uns mal eben an. Ja, da haben wir hier die Besitzurkunde. Dieses Dokument bescheinigt der Familie von Dreel den Besitz der Südwest-Landzunge der Eisenbucht, Schatzamt Kalador. Das dürfte den Edward interessieren. Der Südwest-Landzunge, das heißt... Na, ja, das ist im Prinzip dieses Gebiet, ne? Südwest. Ja. Also Edward, pass mal auf. Der Schatz deines Großonkels ist gehoben. Ich fand eine Besitzurkunde über die Ländereien im Südwesten der Eisenbucht darin. Was? Zeig sie mir. Das ist doch unmöglich. Was macht so ein wichtiges Dokument in einer vermoderten Kiste im Boden? Ich habe da so eine Vermutung. Nein, ich glaube, ich will das gar nicht hören. Und, Na,
Ach so. Tut mir sehr leid für dich, aber ich denke, dein Großonkel war ein Pirat. Aber mein Vater, meine Familie. Und das Land an der Küste, die Gerüchte, der vergrabene Schatz? Der erste dunkle Krieger eurer Familie war ein Pirat. Er hat es durch seine Heldentaten zu Ruhm und Ehre in Kalador gebracht. Das heißt trotzdem, dass ich ein Nachkomme von Gaunern und Halsabschneidern bin. Ja. Und, aber... Sei doch froh, dass du dein Erbe überhaupt gefunden hast. Am Ende ist es nicht mehr als Staub und Stein. Aber das spielt keine Rolle mehr. Ich habe mein Volk und meine Aufgabe gefunden. Das ist alles, was jetzt noch zählt. Danke für deine Hilfe, Freund. Das werde ich dir nie vergessen. So, und nun lass uns diese elenden Schatten zurück ins Dunkel treiben. Darum sind wir schließlich hier. 500 Gold, ja, sehr großzügig von ihm. Genau, deswegen sind wir hier. Und das ist doch jetzt auch völlig egal, was seine Vorfahren mal gemacht haben, ob er nun von edler Herkunft oder Pirat ist. Wir haben hier eine Aufgabe zu lösen. Und das machen wir ja auch schon die ganze Zeit gemeinsam. Gut, dann schauen wir uns mal eben hier diesen Turm an. Aha. Eine 90er-Truhe. So, ich schau mal eben, ob ich hier den Wert erhöhen kann. Wir haben ja 30.000 Ruhmpunkte. Komm, dann gehen wir mal auf Fingerfertigkeit. Gehen wir mal auf 60 mal im Steigern. Da haben wir jetzt Schlösser knacken. 90, Taschendiebstahl 100. So machen wir das jetzt erstmal. Dann bekommen wir die wenigstens auf. Die anderen müssen wir dann eben auch noch holen da in der Ruine. Da waren noch 3 Stück, meine ich. So. Zweimal Wurfdolch, 90 Gold, 5 Knochen und ein Rezept für einen Klingentrank. Stichwaffen plus 37, das ist auch nicht so schlecht. Ich denke mal, das mit dem Alchemie, das werden wir auch künftig machen. Wenn wir erstmal so einen Alchemietisch gefunden haben. Auch dann hier Trank des Diebes und so weiter. Brauchen wir jetzt ja doch ein bisschen öfter mal. So, das mit dem Papageienflug. Das würde ich mir mal eben aufsparen für, wenn wir dort hinten bei dem Turm sind. Na. Und dann vielleicht nochmal hier jetzt dem da oben nochmal zu gelangen.